Der schöne Deutsche, das Leben des Gottfried von Kramm. Heute Abend zu Gast im Kulturhof Fellbrück Jens Nordalm. Nach der Lesung fragen wir den Autor. Herr Nordalm, was macht es für Sie zum Besonderen, zu einer Lesung zu kommen und über Ihr Buch zu erzählen? Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man die Menschen vor sich hat, die reagieren auf das, was man sagt, und die tatsächlich in ihrem Gesichtsausdruck etwas haben können jeweils, was mich zum Beispiel ermutigt, auf einmal auf Dinge zu kommen, die ich gerade gar nicht erzählen wollte. Wenn ich aber einen Satz gesagt habe und ich sehe in irgendeinem Gesicht da was leuchten, dann ermutigt das, da nochmal tiefer zu gehen und Dinge noch zu ergänzen, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Es ist tatsächlich eine Reaktion auf Zuhörerreaktionen wieder. Das ist das eine, und ich habe jetzt schon häufiger auch die Erfahrung gemacht, dass die Fragen am Ende mich auch Dinge sagen lassen, die ich sonst noch nicht gesagt habe. Man reagiert dann wirklich auf das, was jemanden erstaunt hat, was jemand noch nie gehört hatte und wo ich die Gelegenheit habe, nochmal drumherum zu erläutern und Dinge zu sagen, von denen ich auch am Anfang des Abends nicht dachte, dass ich sie sagen werde, und manchmal auch noch nicht wusste, dass ich sie denke oder woran ich mich dann gerade erinnere. Es ist also wirklich eine Reaktion auf Reaktionen, die ganz neue Dinge hervorbringt.